Information zu S1 nach Herrenberg, Abfahrt 14.44 Uhr, heute circa 15 Minuten später. Grund dafür ist eine Verspätung aus vorheriger Fahrt. Gleis 5, Einfahrt IC 2383 nach Konstanz. Übersingen in den Abschnitten A bis D, Abfahrt 14.50 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse: S1 nach Herrenberg, Abfahrt 14.44 Uhr. Heute circa 15 Minuten später von Gleis 4, direkt gegenüber. S1 nach Kirchheim über Stuttgart Hauptbahnhof Tief, Abfahrt 15 Uhr von Gleis 3. S60 nach Stuttgart Schwabstraße über Stuttgart Hauptbahnhof Tief, Abfahrt 15.04 Uhr von Gleis 5. RB46 nach Dettenhausen, Abfahrt 15.05 Uhr von Gleis 1. Und S1 nach Herrenberg über Ehningen, Abfahrt 14.59 Uhr. Heute circa 5 Minuten später von Gleis 4, direkt gegenüber. Information zu S60 von Stuttgart-Schwabstraße, Ankunft 14.56 Uhr, heute circa 5 Minuten später. Ihre nächsten Anschlüsse: RB 46 nach Dettenhausen, Abfahrt 15.05 Uhr von Gleis 1. IC 188 nach Stuttgart Hauptbahnhof, Abfahrt 15.11 Uhr von Gleis 2. S60 nach Stuttgart Schwabstraße über Stuttgart Hauptbahnhof Tief, Abfahrt 15.34 Uhr von Gleis 5, direkt gegenüber. Und IC 489 nach Zürich über Singen, Abfahrt 15.38 Uhr von Gleis 5, direkt gegenüber. Information zu S1 nach Herrenberg über Ehningen, Abfahrt 14.59 Uhr, heute circa 5 Minuten später. Gleis 5, Einfahrt S60 von Stuttgart-Schwabstraße, weiter als S60 nach Stuttgart-Schwabstraße über Stuttgart Hauptbahnhof Tief, Abfahrt 15.04 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 5, steht S60 nach Stuttgart-Schwabstraße über Stuttgart Hauptbahnhof Tief in den Abschnitten A bis C, Abfahrt 15.04 Uhr. Gleis 3, Einfahrt S1 nach Plochingen über Stuttgart Hauptbahnhof Tief in den Abschnitten A bis C, Abfahrt 15.15 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 2, Einfahrt RE 14B nach Stuttgart Hauptbahnhof mit RE 14A nach Stuttgart Hauptbahnhof, Abfahrt 15.21 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 4, Einfahrt S1 nach Herrenberg über Ehningen in den Abschnitten A bis C, Abfahrt 15.29 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 5, steht S60 nach Stuttgart-Schwabstraße über Stuttgart Hauptbahnhof Tief in den Abschnitten A bis C, Abfahrt 15.34 Uhr. Gleis 5, Einfahrt IC 489 nach Zürich über Singen in den Abschnitten A bis D, Abfahrt 15.38 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt.
Ihre nächsten Anschlüsse. S60 nach Stuttgart-Schwabstraße über Stuttgart-Hauptbahnhof Tief. Abfahrt 16.04 Uhr von Gleis 5, direkt gegenüber. RB 46 nach Dettenhausen. Abfahrt 16.05 Uhr von Gleis 1. RB 14a nach Eutingen im Goi über Herrenberg. Abfahrt 16.09 Uhr von Gleis 2. IC 486 nach Stuttgart-Hauptbahnhof. Abfahrt 16.22 Uhr, heute circa 5 Minuten später von Gleis 2. Und RE 87 nach Stuttgart Hauptbahnhof, Abfahrt 16.22 Uhr, heute circa 5 Minuten später von Gleis 2. Information zu S1 nach Herrenberg über Ihningen, Abfahrt 15.59 Uhr, heute circa 10 Minuten später. Grund dafür ist eine Verspätung eines vorausfahrenden Zuges. Gleis 5, Einfahrt S60 von Stuttgart-Schwabstraße, weiter als S60 nach Stuttgart-Schwabstraße über Stuttgart-Hauptbahnhof Tief, Abfahrt 16.04 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 5 steht S60 nach Stuttgart-Schwabstraße über Stuttgart-Hauptbahnhof Tief in den Abschnitten A bis C, Abfahrt 16.04 Uhr. Gleis 4, Einfahrt S1 nach Herrenberg über Ehingen in den Abschnitten A bis C, Abfahrt ursprünglich 16.29 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 4, Einfahrt S1 nach Herrenberg in den Abschnitten A bis C, Abfahrt ursprünglich 16.44 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 5, Einfahrt IC 281 nach Zürich über Singen in den Abschnitten A bis D mit RE 87 nach Singen über Ort, Abfahrt 16.50 Uhr. Zug wird mit Singen geteilt. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 5, Einfahrt IC 281 nach Zürich über Singen in den Abschnitten A bis D, Abfahrt ursprünglich 16.50 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse: S60 nach Stuttgart-Schwabstraße über Stuttgart-Hauptbahnhof, Abfahrt 16.04 Uhr von Gleis 5. Direkt gegenüber. RB 46 nach Dettenhausen, Abfahrt 16.05 Uhr von Gleis 1. RE 14a nach Stuttgart Hauptbahnhof über Stuttgart-Weiningen, Abfahrt 16.04 Uhr von Gleis 2. RB 14a nach Horst über Herrenberg, Abfahrt 16.09 Uhr von Gleis 5. Direkt gegenüber. Und IC 186 nach Stuttgart Hauptbahnhof. Abfahrt 16.11 Uhr, heute circa 5 Minuten später von Gleis 2. Gleis 4, Einfahrt S1 nach Herrenberg über Ehingen in den Abschnitten A bis C, Abfahrt 16.59 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. S60 nach Stuttgart-Schwabstraße über Stuttgart-Hauptbahnhof Tief in den Abschnitten A bis C, Abfahrt 17.04 Uhr.